Was steckt hinter Total Equality, dem Prädikat für Chancengleichheit in Wirtschaft und Wissenschaft? Wir haben nachgefragt. Was begeistert Sie an Total Equality? Dass es der Gleichstellungspolitik eine Strukturierung gibt. Die Gleichstellungspolitik ist ja per Definition ein Anliegen der Leitung in den Institutionen. Es gibt dazu einen Rahmen, einen Weg, wie es zu machen ist und eben auch die Sichtbarkeit dadurch. Was wird sich jetzt konkret ändern, wenn Sie das Prädikat haben? Also wir haben ja schon einige Maßnahmen im Vorhand eingeleitet gehabt. Das eine ist die Wiedereinstiegsstelle zum Beispiel, sowohl für Frauen als auch für Männer. Wenn die mit dem Beruf eine Weile aufgehört haben, der Familie wegen, der Kinder wegen. Das andere ist, dass wir jetzt Gleichstellung direkt in unserem Wirtschaftsplan, in unserem Budget finanziell verankert haben. Ohne finanzielle Mittel keine gute Politik. Das ist wie üblich auch in anderen Bereichen. Das sind so die zwei nennenswerte Maßnahmen. Erstmal. Und auch das Klima im Haus, im Institut selber, dass die Sensibilisierung bei den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen dadurch höher geworden ist und dass da an einem Strang gezogen wird dadurch.